Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Trains in World. Ja, das ist eine Folge, die an der letzten Episode anknüpft, denn es ist so, dass das heftige Unwetter über die Strecke Hagen Richtung Siegen eingebrochen ist. Und wir haben jetzt schon in der letzten Folge die Meldung bekommen, dass wir aufpassen müssen, weil es wohl keine Trupps gibt, die die Gleise freiräumen können, wenn es Probleme gibt. Also es wird spannend. Wir sitzen heute in unserem Doppelschockwagen. Wir sind gerade in Iserlohn angekommen. Also wir müssen schauen, dass wir hier hoffentlich gut wegkommen heute. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, gerne in die Playlist gucken. So, Little Becker ist fertig. Müsste eigentlich mal irgendwie aus dem... Gibt es nicht eine Shortcut, wo man aus dem Fenster einfach gucken kann? Immer dieses Rumskippen hier. Okay. Ich glaube, wir können abfahren, ne? Also, zum Schluss der letzten Folge stand... Machen Sie normal weiter. Ja, ups, ich muss mal... So, machen Sie normal weiter, aber passen Sie auf. Das klingt sehr einladend. Nächste Halte ist Altena. Altena. Und da schauen wir mal. Das ist eine Aufnahmesession, also wundert euch nicht, dass ich noch nicht auf eure Kommentare eingehen kann. 7,7 Kilometer haben wir jetzt vor uns. Wir dürfen maximal 100 fahren. Boah. Jetzt gehen wir schon hin. Das sollte alles kein Problem sein. Danke, dass du eingeschaltet bist. Eingeschaltet hast. Ich würde mich über ein Däumchen freuen. Ja? Und cool, dass das so viele Leute begeistert hier. Warum auch immer. Wenn ich Zug fahre, dann so viele Leute sich halt angucken. Und heute ist ja Montag, ne? Wenn diese Folge rauskommt. Und morgen startet die Gamescom. Ihr könnt gerne auf Twitter, Facebook und Instagram gucken in der Videobeschreibung. Da findet ihr meine Channels verlinkt. Und da poste ich dann immer, wo ich bin, falls ihr mich treffen wollt. Oder falls ihr, ich bin am überlegen, ob ich am Donnerstag einen Stream von der Unterschriftenaktion von Gerrit, Curry und mir machen soll. Das könnt ihr dann auf Twitch gucken. Auf Heideltraut oder einfach auf www.mafuji.tv oder auch einfach in die Videobeschreibung runterscrollen. Da findet ihr den Twitch-Kanal verlinkt. Und da machen wir immer Livestreams auch von solchen Games hier. Aber GTA Roleplay zum Beispiel dort. Ne? Und da haben wir jetzt schon eine beachtliche Community aufgebaut. Also vielen, vielen Dank. Und ich habe schon gesagt, bei 1500 Subscriber. Wir sind jetzt bei fast 100.000 Follower. Also wenn du noch nicht da folgst, mach halt! Follow ist kostenlos. Follow ist kostenlos, ja. Genau, bei 1500 Subscriber gibt es dann den nächsten 12-Stunden-Stream. Der wird dann auch auf den sozialen Medien angekündigt, damit du Bescheid weißt. So, jetzt müssen wir uns erstmal konzentrieren. Ich habe ein bisschen Bammel. Ich weiß nicht, was passieren wird. Okay, wir haben die Vorwarnung bekommen, dass gleich 80 nur noch erlaubt sind. Deswegen lassen wir schon mal ein bisschen ausrollen, die Bahn. 30 ist aber eng bespannt, der Plan, ne? Aber wir rollen schon mal langsam auf 80 runter bis zum nächsten Signal. Das kommt in 1,4 Kilometer. Bis dahin müssen wir, glaube ich, auf 80 runter sein. Oder gilt das ab jetzt schon? Nee. Nee. Alter, dieses Wetter, ne? Solch ein Wetter hat man sich in Deutschland gewünscht in letzter Zeit. So. Wir machen das schon alles hier. Wir müssen auch mal im Schnee fahren und so weiter. Das sieht bestimmt auch cool aus. Okay. So, jetzt müsste gleich, glaube ich, 80 vorgegeben sein. Aufgrund der engen Kurven. Ja, genau. Aufgrund der engen Kurven hier. Aber wir lassen die Bahn einfach ausrollen. Wobei wir müssen ein bisschen nachhelfen, sonst dauert das zu lange. Ab in den Tunnel. Bisschen jetzt wieder dazugeben. Leistungsregler. Ist ein bisschen dumm, wenn man im Tunnel fährt, dass man immer noch die Regengeräusche hört, ne? Na gut. Man kann ja nichts machen. Ist der Tunnel undicht oder was ist das da unten? Okay. Na gut. Altes Mäuerchen, ne? So. Ja, wir halten auf dieser Strecke wirklich an jedem Bahnhof. Ne? Ist wirklich eine Regionalbahn, kein Express. Aber ich glaube, wir haben... Haben wir überhaupt Fahrgäste? Weiß gar nicht.
Freue mich schon, wenn es mal irgendwann so ein ICE gibt und so weiter, wo man dann durchlaufen kann und Leute sitzen da drin und so. Das ist bestimmt schon in Arbeit. Wir sollen mal Köln bauen hier. Mit der Grafik und so und dann die Stadt Köln. Oder so S-Bahn Berlin oder sowas. Das wäre auch geil. Habe ich ja schon mal gesagt, ne? Dann dürfen wir eigentlich nur 80 fahren. Mann, ey, das ist so langsam. Aber ich glaube, wegen den Leuten, die hier wohnen, ne? Ja, und das mit dem Sicherheitsfahrschalter und so weiter, wie gesagt, wenn wir die Aufnahmesession durch haben, werde ich natürlich, ich muss ein bisschen vorproduzieren, jetzt dürfen wir nur 70 gleich fahren, werde ich eure Kommentare natürlich nach der Gamescom lesen und auch einbeziehen. Ich möchte das mal probieren mit dem Sicherheitsfahrschalter, das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. So. Da kommt der Kollege, zieht vorbei. Der hat aber Fahrgäste, habe ich gesehen. Frechheit! Vielleicht, weil ich zu spät bin, sind die alle sauer. Sehr geehrte Damen und Herren, hier spricht die Lokführer. Nächster Halt ist Altena. Wir haben eine Verspätung von umgerechnet 2-3 Minuten. Danke für Ihre Mitfahrt. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Oh. So. Ah, 70 sind nur erlaubt. Krass. Da sind wir jetzt wohl ein bisschen langsam unterwegs. So, 1,2 Kilometer. Wir erreichen die nächste Haltestelle Altena. Da kann natürlich diese ganze Markierung, die ihr alle seht, ja, die kann man auch ausschalten. Das ganze Head-Up-Display kann man alles ausschalten. Dann habt ihr den kompletten Realismus. Aber ihr müsst dann selber abschätzen, wann der Bahnhof kommt, ne? Das ist halt ein bisschen wie im Real Life halt, ne? Muss man echt gute Streckenkenntnisse haben. So, wir gehen schon mal ein bisschen von der Geschwindigkeit runter. Meter. Dann sind wir da. In Altena. Es reibt sich. Ausschiebe von links. So. Altena West, okay. Hey, jetzt haben wir Fahrgäste. Guck mal, steigen wir hier ein. Ah, das gehen wir mal angucken. Hat er jemals zu, nicht da dann reingeht? Wir machen mal kurz einen Check, wie viele Leute denn so in unserem Zug sind. Ach, die Tür geht immer wieder zu, lol. Hier unten jemand. Vorne sieht schon mal keiner. Da sitzt jemand. Da sitzt jemand. Ja, okay, es sind schon einige doch dabei. Hey! Tag, ich bin der Lokführer heute hier. Hallo. Türen verriegeln. Ja, ich bin hier auf dem Weg. Muss mal auf Klo hier. Gibt's ein WC? Kannst du da nicht rein? So, weiter geht's. Regnet und regnet. Komm
machen wir sauber mal wieder den Zug, ne? Guckt euch die. Wah. So. Wir fahren durch die Nacht. Wir fahren durch die Nacht. Okay. So, wann sollen wir da sein? 40. 6 Minuten. Ah, wir haben so um die 5 Minuten Verspätung immer. Okay, ich bin immer noch gespannt, was gleich passieren soll, weil kam mir diese Meldung. Der Sturm noch schlimmer wird. Jetzt ist ja eigentlich nur Regen. Alles ist in Ordnung. Es gibt hier und da die Beeinträchtigung von 5 Minuten Verspätung, aber es ist nicht irgendwie eine Sperre da oder so. Also auf den Gleisen liegt noch nichts. Eine Steigung von 0,8%, da müssen wir ein bisschen gegenwirken. Ich glaube, gleich wird irgendwas passieren, was uns ein bisschen Probleme bereiten wird. Dann müssen wir die Weichen irgendwie stellen, manuell oder so. Mal gucken. Ah, in dem langen Tunnel brauchen wir keinen Scheibenwischer. Wie entspannt wir hier einfach durchrollen, ne? Toll. Toll. Oh, der Regensound ist weg. Hat's aufgehört? Wird zu schön, um wahr zu sein. Leider nicht. Ein bisschen Geschwindigkeit wieder rausnehmen. So. Ja, jetzt halten wir die Geschwindigkeit. Sehr schön. Sehr schön. Fünf Kilometer. Boah. Kriege ich diese Verspätung nicht weg. Weil wir natürlich auch nicht schneller fahren dürfen. Vor allem bei dem Sturm hier fahre ich nicht schneller. Das ist ein bisschen riskant. So, 4,7 Kilometer. Warum dürfen wir eigentlich hier nur 80 fahren? Wahrscheinlich echt, weil das hier so. Aber der Zug hält das doch aus. Also man kann ihn, glaube ich, nicht einmal auf 160 ausfahren in den ganzen Add-on hier. Ah, 40 wird schwierig. 2 Minuten noch. 3,9 Kilometer. Ein Tunnel ohne Ende. So, Schub dazu. Und wir sind glücklich. Kilometer. Ankommen machen den Kollegen. Gleich, endlich. Wir können gleich mehr Zunder geben, Leute. Ich glaube, in den ganzen Tunnel und so mussten wir hier langsam fahren.
Ja, wir dürfen schneller fahren. Umgeeiere da, ey. Wenn es übrigens Train Sim World mit Geruchfunktion geben würde, wer würde die ganze Zeit die Bahn nach Urin riechen? Mann, ey. Für die saubersten Züge, wo ich bis jetzt drin war, war tatsächlich in Schweden. Die haben auch alle WLAN und so, das ist krass. Da hängt Deutschland noch so heftig hinterher. Mann. Wir haben jetzt 39, okay. Könnte was werden. Also dass wir nicht allzu spät sind. Sehr geehrte Damen und Herren, nächste Haltestelle Werdohl. Werdohl. Was ein Wetter. Oh, gelbes Signal. Okay, wir werden mal langsamer. Bedacht daran fahren, nicht, dass gleich ein rotes Signal kommt. Wir irgendwo reinfahren. 70 sind erlaubt. Fahren ein bisschen langsamer. Runter von der Geschwindigkeit und schön langsam reinfahren in den Bahnhof. Reinsliden. Arschfighting links. Realismus ist da, Leute. Okay, wir sind. Es wurde uns mitgeteilt, dass der Sturm für Trümmer auf weitere Strecken gesorgt hat. Okay. Shit. Wäre geil, wenn wir so einen Funk. Um Störungen auf der Strecke zu minimieren, werden sie auf eine andere Strecke umgeleitet. Vergessen Sie nicht, dass Sie nur 70 km/h fahren dürfen. Sehr geehrte Damen und Herren, hier spricht Ihr Lokführer. Aufgrund des starken Unwetters wurden wir auf einer Umleitung zugewiesen. Das heißt, Sie haben Pech. So. Egal, wenn man sich hier so rauslegen könnte, ne? Aber es geht nicht. Ach, das geht wohl. Lol. Ich hab nichts gesagt. Okay, wie fahren wir denn jetzt? Warte mal, wir stehen hier. Ach, wir wechseln jetzt das Gleis. Wir fahren jetzt. Okay. Wir fahren jetzt entgegengesetzt. Wenn Sie mitfahren wollen, steigen Sie noch schnell ein da hinten. Über einen Ort gehen, Umleitung. Ja gut. Ich habe nur gesehen, dass es wohl, dass ein Zug liegen geblieben ist. Das werden wir dann jetzt gleich sehen. Okay.
Na klar, wir wechseln das Gleis. So, Gleis ist gewechselt. Ja, Leute, dann gucken wir mal in der nächsten Episode, was da passiert ist. Und dann beenden wir auch diese Aufgabe. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis morgen. Vielleicht ist die nächste Folge schon in der Playlist.